Das ist mein Plan. Ja, erstmal auf den Magier. Boah, sind das viele. Das sind viel zu viele. Und Düner hier sollte nicht vorlaufen. Oh. Und wir hätten vorher furchtbar sprechen müssen. So. Schon besser. Außer Düner hier. Nein, dich hätte ich eigentlich gebraucht für Schaden und so. Na gut. Alle auf. Du bist ein normaler, großer Werwolf. Werwolf. Okay, alle auf den Werwolf. Und du machst auch mal Furcht. Gucken, was passiert. Oh, oh, im Moment nicht gut. Gar nicht gut. Lauf weg. Oh, Karl kriegt auch einen auf den Deckel. Heil dich auch. Du kannst vorsichtshalber schon mal einen Schutztrank trinken. Du auch. Sagte du auch. Au, 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 au. Trink weg, weg. Mach immer einen Platz. Ja, oh, so viel dazu. Gut, schauen, wie es weitergeht. Alle auf. Okay, ihr auf den. Ihr auf den. Ah, du heilst. Eine leichte Heilung. Ja, du heilst Kale. Da kommst du gar nicht ran, ne? Dann geht du Flammenstrahl, den da. Du versuchst. Ja, nee. Das wird nix. Das war gerade eine selbsterfüllende Prophezeiung, ja? Ich bin mit so einer negativen Haltung in den Kampf gegangen, dass ich auch sterben musste. Na gut, sagen wir wieder Hallo zu dem Magier. Und klauen sein Frühstück, Mittag, Abendbrot, Frühstück, Mittag. Nein, diesmal müssen wir ja nicht so oft schlafen. Und vielleicht sollten wir uns vorher einen besseren Plan zurechtlegen für, also was die Zaubersprüche angeht. Das heißt, wir schlafen jetzt. Heilen uns dann gleich hoch und dann gucken wir, was wir hier besser machen könnten. Zwei Stück reichen aus. Nächstes Mal auf jeden Fall Furchtbannen vorher von ihr. Die hast vorher, das ist soweit so gut. Das kann weg. Nehmen wir nochmal Hast, falls sie ausläuft. Und hier nehmen wir die Ne, die macht Schaden, wenn sie aufhört. Nö, da können wir nichts großartig verbessern. Was haben wir hier? Furchtbannen zweimal reicht. Die leichten Heilungen bringen fast gar nichts mehr. Personen bezaubern. Das könnte man probieren. Blitzschlag bringt da drin nichts, aber die anderen Sachen bringen auch nichts. Tiere festhalten. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass die nicht als Tiere gelten. Weil die halt denken können. Irreführung. Ach, gegen Magier. Nee, nee, diesmal greifen wir die Magier dann so schnell es geht an, dass sie gar keine Furcht erst sprechen kann. Geschweige denn was anderes. Ja, und hier braucht sie ihre ihre Heilung. Obwohl... Wie lange hält das? 6 Runden. Ja, ich tausche eine Heilung gegen den Schutzzauber hier aus. Denn in der Hektik des Kampfes kommt sie selten dazu, wirklich zu heilen. Denn wir tauchen ja bei der Treppe irgendwo wüst verteilt auf und wissen nicht, wo die anderen sind. Und denen können wir auch noch vorher sprechen. So, jetzt heile aber mal kurz. Gerugon, heile mal kurz. Kalit. So, und du heilen mal kurz Immon und du heilen mal kurz Düner hier. So, und dich auch nochmal. Und Minsk auch nochmal. So, nochmal schlafen. Boah. So viel dazu, dass diese Insel hier einfacher ist als Durlaks Turm. So, auf ein... Ach, da ist das Schiff. Ich dachte schon, wo ist das Schiff geblieben? So, rein. Zweimal hoch, dann buffen. Einmal hoch. Nochmal hoch. Na komm. Nochmal hoch. Warten.
Und du machst zuerst das, was lange hält. Du machst auch das, was lange hält. Dann machst du nochmal Hast. Dann machst du Verteidigungskoordination. Also jeder bekommt mehr Rüstungsklasse. Und du machst nochmal Schutz vor Bösem auf Dünner hier, damit es nicht so schnell stirbt. Und jetzt geht's hoch da. So, alle auf die Magierin. Und du machst eine Lähmung auf den da, weil er zu nah dran ist. Und du machst Furcht da in den Raum und erwischt hoffentlich alle. Hast du mal einen Plan? Wir haben zwei. Na okay, zwei ist besser als keiner. Alle auf den da, der wurde nicht gelähmt. So, Dünner hier lähmt. Nee, wir sollten nicht auf den Anführer gehen, den können wir garantiert nicht lähmen. Versuch mal den da zu lähmen. Du machst nochmal den Stab. Ja, schön, schön, schön. Den da runterprügeln. So, weil ich habe gesagt, den da runterprügeln. Warum geht ihr alle auf andere Ziele plötzlich? Immer einen Trank. Du kannst schon mal dein... Oh, du hast keinen Verteidigungstrank mehr. Ärgerlich. So. Der ist immer noch nicht tot. Dünner hier. Wo bist du? Oh. Ja, du machst mal schnell deine neuen Spiegelbilder. Hat nicht geklappt. Das ist nicht gut. Dann geh du mal runter. So, wie schaut es jetzt oben aus? Einer ist tot. Das ist doch schon mal gut. Jetzt darf nur nicht Gerogon sterben. Heil dich selbst. Du kommst an Gerogon ran. Könnte knapp werden. Ja, probieren wir mal. Ja, schaut gut aus, schaut gut aus. Du heil dich selbst, du heil dich selbst. Dünner hier. Ja, versuch mal hochzugehen und deinen Lähmungsstab zu benutzen. So, Pause. Lähmung auf dich da. Ihr prügelt alle weiter auf den da ein. Oh, 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 weg, weg, weg. Oh, mit 7 Meilenstiefeln, da kommt keiner hinterher. So, und wieder zurück auf den. Du kannst jetzt machen. Lähmungsstab auf den da. Das klappt nie, das ist echt ärgerlich. So, Immun muss jetzt aber weg. Du versuchst dein Glück. Ah, nee. Dünner hier muss auch weg. Es wird langsam leer da oben. Und dass die immer das Ziel wechseln müssen. Ich weiß jetzt nicht, welcher von denen schon verletzt ist. Und hier im ersten Teil kann man nicht, wenn man mit der Maus rüber geht, gucken, ob die schon mal Schaden bekommen haben oder nicht. Hau mal auf den. Jahira muss auch runter. Jahira kommt nicht mehr runter. Oder? Oder? Nein. Ah, und nur noch ganz zerfetzt. Das ist nicht so, wie ich das gerne hätte. Quick Save, da. Da waren wir noch nicht mal bei dem Magier im Haus. Na gut, ich pausiere jetzt mal kurz, mach die Runde beim Magier und melde mich dann, wenn ich wieder hier bin. Bis gleich. So, ein Frühstück, ein Mittag, ein Abendbrot, später sind wir wieder hier. Und während ich das gemacht habe, habe ich mir überlegt, wir schicken diesmal nur die Krieger hoch. Die locken dann alle Werwölfe auf sie rauf, ziehen sie in eine Ecke des Raumes und erst dann kommen unsere drei Frauen hoch. Das dürfte das Ganze wesentlich einfacher machen. Und vorher trinken die noch ihre, wenn sie es denn haben, Heldentränke. Ja, mehr Trefferpunkte, mehr TW0, mehr Schaden ist immer gut. Die Frostriesentränke könnten sie auch trinken. Wie lange halten die? 10 Runden. Ja, dann trinken sie auch noch ihre Frostriesentränke. Und 2 davon bitte an Minsk, der hat seine nämlich schon verbraten. So, also fangen wir an mit Buffen. Spiegelbilder, Furchtbann, Haste, Trank, Trank, Trank. Das war schon fast.
einmal Segnung und jetzt anderer Trank, anderer Trank. Und nur die Krieger hoch, bevor die Buffs auslaufen. So, alle auf die Magier. Zack, 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 zack. Ah, der ist noch ganz schön nah dran. Aber gut. Ein, zwei Schläge halten die aus. Hoch, Pause, Ecke laufen. Schön in die Jahira Ecke laufen. Und schäm dich. So, der greift die an. Das heißt, er wird gleich flammenstampetisiert. Gedolcht und gelähmt. Hoffentlich. Ne, gelähmt wurde er schon mal nicht. Das ist schade. Dann magische Geschosse, auch wenn davon nicht alle durchgehen, weil die haben komischerweise eine recht hohe Magieresistenz. So, ihr geht alle auf... Welcher ist der Boss? Du bist der Boss. Den lassen wir erstmal in Ruhe. Alle auf den da. Sie macht magisches Geschoss. Sie macht Furcht. Einmal in die Runde. Wo läuft Imoin hin? Na gut, Imoin haut da mal drauf. Keiner Furcht. Dafür einer tot. Du bist immer noch der Boss, ne? Ja, du bist der Boss. Alle auf den Nicht-Boss. Du machst Flammenstrahl. Du machst Lähmung auf den anderen Nicht-Boss. Ja, schön. Das läuft doch richtig gut. Ja, ein bisschen nachdenken, bevor man in den Kampf geht, soll schon helfen. Weil denken tue ich momentan nicht wirklich viel, wenn ich rede. So. Also im Normalfall denke ich nicht viel beim Spielen nach, wenn ich gerade dabei bin zu kommentieren. Aber das legt sich hoffentlich mit der Zeit. So, wie schaut's aus? Minz kriegt von dem da auf den Deckel. Trank, du Hand auflegen auf dich selbst. Das müssten 14 Lebenspunkte. Oh oh. Nee, du musst nicht sterben. Wenn du verläufst, dann die Treppe runter. So, du kannst Flammenschlag auf einen der Nicht-Bosse. Du machst Lähmung auf den anderen der Nicht-Bosse. Sind die tot? Sind die beide gleichzeitig gestorben? Na gut. Immun da weg. Du auch nochmal da weg. Und der Rest prügelt den Boss nieder. Lähmung. Flammenstrahl. Schwert, Schwert. Und der Boss ist gelähmt. Schön, schön. Ihr kriegt zwar von niemandem Schaden, was nicht so gut ist. Ein Schaden bekommt er. Das werden die Eispfeile sein. Nee. Sie benutzt keine Eispfeile. Benutzt mal den Dolch gegen Werwölfe. Und du... Was hast du da? Das ist ein Wolfsmantel. Ist er doch, oder? Ne, er hat momentan den Charisma. Ha, ich wusste gar nicht, dass der eine Fähigkeit hat. Na gut, heil dich erstmal selbst. Du Dolch den, du Flammenstrahl den, du... Ja, was machst du? Du probierst mal, ob plus zwei Kugeln funktionieren. Dünner hier war für unwirksam. Plus zwei Kugeln funktionieren nicht. Das ist übel. Magische Geschosse? Ja, die gehen. Davon haben wir jetzt aber keine mehr. Oh, der eine Schaden ist von dem Schwert. Das Langschwert plus zwei mit Eisschaden. Das wir von dem Kopfgeldjäger, der den Bildhauer getötet hat, bekommen haben. Also bekommen haben. So, was haben wir noch? Ein Feuerball wollte ich ja nicht unbedingt reinhauen. Na gut, noch ein Flammenstrahl. Wir verbraten zwar momentan recht viele Ressourcen, also was Tränke und Stäbe... Wow, 8000. Was Tränke und Stäbe angeht, aber dafür sind sie schließlich da. So, was hast du dabei? Du hast ein Baby. Peladan. Ihr habt dieses kleine Kind mit dem Namen Peladan im Bau des Werwolfs gefunden. So, so. So klein und kann schon sprechen. Okay. Das wird denn wohl die Kabine von Balduran sein. Und wo ist die Kabine des Magiers? Hm. Oh, Fallen.
Das ist schon mal gut. Das heißt, die bewachen irgendwas. Also im Idealfall. Wir hatten ja auch schon Fallen an verschlossenen Kisten, wo nichts drin war. Die mochten einfach keine Diebe.